Yakuza anwesend, wo wir schon da waren. Ja, wir kennen uns prinzipisch die Everdorsch. Das wird wieder länger dauern wieder. Ja, wir müssen durch die Gegner erledigen wieder. Da habe ich schon Kisten wieder bei sich. Dämonen ausschalten, erst die Yakuza vertreiben. Jetzt die Dämonen ausschalten. Das macht so viel Spaß. Tomo, wo bist du? Aber witzig, wir greifen das erst an. Und jetzt wieder. Jetzt müssen wir die Dämonen austreiben dort. Erstmal erledigen. Ja, das ist automatisch verschwinden etwa, oder? Das ist nice. Du hast keine Chance gegen mich, Baumgesicht. Das sieht irgendwie wie die Kirche aus Fable, Fable 3 aus. Aber ganz leicht. Ich liebe diese Karte jedenfalls. Die ist so krass. Genau, immer schön herkommen zu mir. Und immer schön sterben. Schön sterben und sterben und lächeln. Sterben und lächeln, bitte nicht verstecken. So gut. Und wir haben 2 neue Fähigkeitspunkte. Ich bin dafür wieder Partner. Ein paar Fähigkeitspunkte, die brauche ich dringend wieder. Weil ich definitiv weiterkommen muss. Da vorne. Ey, Teilen zählt nicht. Giftphantom. Okay, da vorne ist der letzte. Bestimmt nicht der ganz letzte, wenn der letzte ist, würde ich sagen, das ist eine der kürzesten Mission, die ich hatte, oder? Oder? The ugliest thing I've killed today. Ja, das war's. Was zum Teufel? Das war schon? Das war die Mission? Gnadenloser Captain, hier kriegt man eine Gatling-Kanone. Und hier kriegt man. Ja, wir nehmen erstmal hier. Die Mission schon mal an und wir gucken erstmal, ob. Erstmal, wie gesagt, eine schnelle Munition brauche ich nicht nachzukaufen, ob ich den Kampf welche verbraucht. Eine neue Kettensäge. Und hier haben wir eine Pistole bekommen, das Kaliber. Ja, na gut. Upgrade Skills. Erstmal uns upgraden nochmal. 3 Punkte haben wir.
So, steigert Höchstmenge von Energiemunition. Projektilmonster, das ist die Harpune, oder? Ich glaube, das ist die Harpune. Projektile sind Harpunen. Wenn ich recht entsinne. Genau, 30 Stück kann ich jetzt tragen. Passt doch. Gut. Ich rest mich dann mal ein bisschen um. Danach wollte ich sagen, gehe ich dann zur nächsten Mission über. Und ja. Genau. Vor allen Dingen ein bisschen was stärker zu machen, mal langsam. Vor allen Dingen die Schrotflinte, weil sie mir gar nicht mit der Ladesequenz dort. Feuersequenz war eigentlich zu check haben. Das Wahnsinns, da haben wir das Enetail, was jetzt runterbringt. Bringt. Aber ich kann eigentlich lassen mit der Schrotflinte, ist ja auch nicht so schlimm. Na gut, ich wollte mal sagen, gehen wir zur nächsten Mission erstmal über. Zum gnadenlosen Captain. Beseitige Mifune, den Captain des Zellerkorps. Okay, gut. Gut, wollen wir da eingehen.